Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Spiel aus meiner Reihe. Darf ich vorstellen, das ist Whateverland. Ja, zur Kontrollblick wie immer. Whateverland, wir spielen hier den Prolog dieses Spiels, das selber noch in der Entwicklung ist. Aber, soweit meine Informationen richtig sind, noch in diesem Jahr, also noch in 2020, veröffentlicht werden soll. So viel 2020 ist gar nicht mehr übrig. Warten wir es mal ab. Ja, Whateverland, ja, was ist das denn? Ja, es ist ein Spiel von, ich muss das ablesen, weil das wieder sehr viel Informationen sind, die so in mein kleines Köpfchen gar nicht so ganz reinpassen. Es ist ein Spiel von Caligari Games, die sich selber als preisgekrönter Spieleentwickler vorstellen, mit Sitz in Russland. Caligari Games entwickelt narrative Spiele für Spieler, die Spaß am Geschichten erzählen und am ja, eigentümlichen Gameplay haben. Soweit Caligari Games selber. Whateverland ist das zweite Programm von Caligari Games. Im Jahre 2019 hatten die ihr Debüt mit dem Adventure The Great Perhaps. Dort spielt man einen Astronauten, der halt nach einer stattgefundenen Naturkatastrophe oder sogar vielleicht mehreren, die auf der Erde stattgefunden haben, halt auf diese wieder zurückkehrt und da halt dann Dinge zu tun hat. Ja, Whateverland ist ein handgemaltes Point-and-Click-Adventure mit einem verzweigten Dialogsystem, einem nicht-linearen Gameplay, somit also auch mit verschiedenen Endungen, was den Wiederspielwert entsprechend erhöhen soll. In den meisten Fällen tut es das auch, also bei den Spielen, die man so bis jetzt so kennengelernt hat in dieser Richtung, oder beziehungsweise die ich bis jetzt so kennengelernt habe, war das durchaus der Fall. Also nicht lineare Endung, hatte ich gesagt. Und es ist mit einem einzigartigen, rundenbasierten Strategiesport-Simulator im Spiel versehen. Und auch immer das jetzt sein soll, ich weiß es nicht. Also ich habe den Prolog durchgespielt, da war so eine kleine Sache mit irgendwelchen Vögeln. Da kann ich mich dran erinnern. Wenn das in diese Richtung so weitergeht, weil das richtig schön ins Spiel integriert war, geht das in Ordnung. Alles andere muss man abwarten. Also da sind sie noch am Entwickeln und da müssen wir mal gucken. Ich habe da so ein paar Bilder gesehen, also die könnt ihr euch auch aufsehen, auf den diversen Plattformen, Formen, wie beispielsweise Steam. Gibt auch noch andere. Die haben auch ihre eigene Homepage, findet ihr dann in meiner Videobeschreibung. Und da könnt ihr euch da auch umtun. Da findet ihr auch Informationen zu dem Erstlingswerk, wie gesagt. Da kann man so das ein oder andere Bildchen entdecken, was so ein bisschen dahin deutet, in welche Richtung denn diese rundenbasierten Strategiesport-Simulatorspiele gehen sollen. Warten wir es ab. Kann eine interessante Sache werden. Aber so, im Spiel selber spielt man Vincent, einen erfahrenen Dieb, der beschließt, eine kostbare Halskette aus einem Herrenhaus einer einsamen Dame namens Beatrice zu stehlen. Ja, die Idee an sich war schon nicht so ganz so toll. Ich meine, der Plan war fast perfekt, wäre auch perfekt gelaufen. Wäre Beatrice selber nicht anwesend gewesen und hätte den guten Vincent bei seiner ruchlosen Tat entsprechend entdeckt. Und es stellt sich dann heraus, dass Beatrice nicht nur eine alte Dame, sondern eine alte böse Hexe ist. Ja, und sehr mächtig dazu. So mächtig, dass sie eine Parallelwelt erschaffen hat und in diese Parallelwelt steckt sie alle die Leute rein, die sie nicht mag. Vincent gehört jetzt mit dazu und und die ersten Bewohner dieser recht bizarren Parallelwelt haben dieser Welt den Namen Whateverland gegeben und in Whateverland trifft Vincent auf einen seltsamen Typen namens Nick und mit dem zusammen versuchen sie aus Whateverland heraus zu kommen. So, wir spielen wie gesagt den Prolog. Diesen kann man kostenlos entsprechend sich beziehen und entsprechend auch noch selber spielen, wenn man den mag. Und ich werde das Ganze jetzt hier halt entsprechend vorstellen. Ja, neues Spiel, fortfahren. Achso, ja, nur zur Information. Ich habe das Spiel in meiner Urlaubszeit
durchgespielt, ganz klar. Ging eine gute Stunde, so ungefähr. Und insofern sind hier also Dinge möglich wie Fortfahren, Laden und so weiter und so fort. Wir gehen mal ganz kurz in das Übliche rein. Also hier kann man noch sehen, ne, Support Us on Kickstarter. Die sind wohl aber wohl zu 100% schon entsprechend supported. Aber wenn man da noch weiter unterstützen möchte, ich glaube, die Möglichkeit ist noch gegeben. Guckt euch da einfach mal um, falls ihr irgendwelche Ambitionen in dieser Richtung haben solltet. So, ganz kurz in die Einstellungen. Die sind relativ übersichtlich. Man kann einmal die Sprache auswählen des Untertitels. Sprachausgabe selber ist in Englisch. Ob es noch eine weitere Sprache gibt, weiß ich jetzt so auswendig gar nicht. Da habe ich mir jetzt nicht notiert. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Untertitelsprachen und da ist Deutsch eine von. So, Anzeige. Jo, nö, und übliche. Man kann hier halt sagen, welche Auflösung man haben möchte, ob Vollbild oder Fenster. Und dann halt die Soundeinstellungen, da habe ich erstmal so die getroffen. Ich hoffe, die gehen für euch in Ordnung. Also ich habe mal so geguckt, was hier so mein OBS-Soundmeter da so sagt, inwieweit der Sound des Spiels stärker ist als die Stimme, die ihr hier gerade hört, also die meinige. Und da muss man immer so ein bisschen gucken. Ihr sollt ja auch das Spiel, den Spielsound mitbekommen und nicht nur mein Gelaber. So. Okay, das scheint bis jetzt also für meine Verhältnisse ganz gut zu sein. Also für meine Einstellung, ich könnte vielleicht noch so ein bisschen die Gesamtlautstärke vielleicht ein klein wenig erhöhen. Muss man gleich mal gucken im Spiel, wenn die Leute dann quatschen, weil die sind teilweise recht laut. Der eine oder andere hat ein recht heftiges Organ. Aber gucken wir mal, da werden wir uns schon irgendwie durchkämpfen. So, Steuerung kann man hier noch nichts auswählen. Ist auch gerade nicht so unbedingt nötig, weil man steuert das Spiel eigentlich komplett mit der Maus. Und nur eine einzige Funktion, glaube ich, da braucht man dann die Leertaste. Das werden wir aber gleich noch sehen. So, gehen wir zurück. Entschuldigung. So, ja, meine üblichen Probleme. Neues Spiel. Ich bin mal ganz kurz weg. Ach ja, ne, Profilname. Ganz klar. Finde ich toll, dass ich jetzt meine Tastatur ausgestellt habe, also nicht die Beleuchtung meiner Tastatur ausgestellt habe, damit ich nicht so sehr stört. Und ja. Gut. Spiel starten. Oh, wen nehmen wir denn da? Wie gesagt, das sind so die Sachen, die ich hier schon so ausprobiert habe. Ich muss da natürlich auch meine Einstellungen. Hallo! Meine Einstellungen überprüfen und so. Man kennt das. Achso, nee, ich sollte. Entschuldigung, ich bin verwirrt, wie immer. Ich sollte mich mal ausblenden fühlen. Ich glaube, hier kommt gleich so ein bisschen Intro. Da will ich nicht stören. So, 8.9. ist ein bisschen her, 21.9. ist irgendwie gestern oder so, oder vorgestern oder so gewesen, ich glaube gestern. So, dann nehmen wir einfach mal den, überschreiben dieses. Jo. Forgive me, darling, but I must condemn you to an eternity of oblivion. After night will come day. After winter, spring. But the truth will remain unchanged. A man is a predictable, short-lived creature, and therefore a weak one. Certainly you can come up with many excuses to justify what you're about to do. Whether it's jealousy, boredom, or arrogance, whatever pushes you to take the decisive step, from this very moment, you will never be free of fear. You might think that this path is the easiest one to take, but I'm all too familiar with darkness, so trust me when I say that in time, it will pull you in so deep, you'll have no other choice but to drown. You have made your decision, and you will pay for it. Now only time will tell if it's already too late for you, Vincent. The question is, what happens next? This is exactly what makes men so weak. In their fleeting vanity, they always seem to fight the wrong demons. Tell me, is this all just a game to you? A source of amusement? Or have you perhaps chosen this path out of necessity?
So, ja, hallo. Bin ich wieder? Ja. Das war wieder der professionelle Einstieg. Reden ohne offene Mikrofon ist ja nicht so gut. Gut, ja. Wir Männer sind natürlich wieder schwach. Logisch, ne? Das ist ja okay, da müssen wir jetzt durch. So, sag mir, ist das alles nur ein Spiel für dich, eine Quelle der Belustigung? Oder hast du diesen Weg vielleicht aus Notwendigkeit gewählt? Es ist nur ein Spiel. Ich tue, was ich tun muss, um zu überleben. Ja, ich denke mal, ne? Ich nehme das mal. How interesting. Whatever it is you seek, I hope it was worth it. Assuming you even had a purpose to begin with. Hm. Ja, ich denke schon, dass wir den hatten. Ich suche nach nichts. Es ist sowieso alles bedeutungslos. Da gibt es tatsächlich ein Ziel, das mich antreibt. Ja, Reichtum erwerben. Oder einfach nur zu überleben, je nachdem. Also gehen wir mal diesen Schritt weiter. Oh, darling, your thoughts are yet unfledged. But then so are you. Before we finally begin, let me ask you this. If you were given a choice between facing reality with all its hardships and being trapped in a pleasant, everlasting dream, what would you do? Hm. Ich wähle die Realität jederzeit. Die Realität wird überbewertet. Gib mir den Traum. Nee, wir nehmen die Realität jederzeit. Nee, wenn schon, denn schon. Well, then so it shall be. Mögen die Spiele beginnen. Ja, ja. Lach du mal. Geht's mich nur nicht. So, ja, yeah, was ist los? Augen zu, alles dunkel. Ah. Müllkippe, natürlich. Was auch sonst. So, wir sind diese nette kleine Katze da. Wir sind jetzt, wir sind nicht dieses komische Insekt, oder was auch immer das dann gewesen sein soll. Wir spielen halt, ne, den Kühlschrank. Nein, wir spielen natürlich Vincent und, wer ist er denn hier? In der Kiste. Wir spielen natürlich Vincent, der gerade da in diesem Kühlschrank liegt oder gelegen hat, nachdem wir ihn jetzt da befreit haben. Was ist das da für ein netter kleiner Typ da? Irgendwo? Oh. Ah, Tutorial. Finde ich sehr gut, dass hier Sachen so entsprechend erklärt werden, wie man interagieren kann. So, das war die Sache hier mit der Space-Taste. Wenn man die dann betätigt, dann sieht man, wo man denn überall was entdecken könnte oder aktiv werden könnte oder dergleichen. Okay, weiter. Ja, klicken zum Laufen, klick, um zu rennen. Das habe ich verstanden, so viel kann ich noch. What did she do to me? Am I dead? This doesn't exactly look like purgatory. Where the hell am I? Richtige Frage, ich glaube, wir sind nicht tot. Man hat uns nur, wie gesagt, in eine andere Dimension geschleudert. Eine von ihr selbst geschaffene. So. Warum ich meinen Käskopf schon wieder da oben rumfliegen habe. Ich hatte erst verschiedene Positionen ausprobiert. Ich war mit keiner Position so richtig glücklich. Die ging auch nicht, weil da ist Inventar, nur da ist im Augenblick nichts drin. Das wollte ich jetzt nicht so unbedingt verdecken. Also habe ich mich dazu entschlossen, die Ecke da wieder zu verdecken, so wie ich das gehört. So, ja, Kühlschrank. Können wir uns angucken? Am I officially Indiana Jones now? Nein, bist du nicht. Hier kann man soweit nichts entdecken. Wir hatten. Hier war doch noch. Hier war die Kiste. Genau. I think I saw something moving there. Probably just a cat, right? Ich hatte jetzt Katzen irgendwie anders in Erinnerung. Ich meine, der sah jetzt nicht böse aus, aber wie eine Katze? Ne. So, wir hätten hier noch ein Telefon anzubieten. Probably doesn't work. Ich wüsste doch gar nicht, wen ich anrufen sollte. So, was haben wir hier? Schönes Dietriche. Oh. That's my lockpicks. Ah ja, ja, die nehmen wir doch direkt mit. Als Dieb. Es ist lebensnotwendig, solche Ausrüstungsgegenstände zu besitzen. Und wir schauen mal ganz kurz nach. Die sind tatsächlich da. Ja. Hier haben wir noch ein kleines Übersetzungsproblem. Aber wie gesagt, das Spiel ist ja noch in der Entwicklung. Da sind wir jetzt mal nicht so pingelig. Das wird. So. Nee, nur Kiste. Ich hatte gerade ganz kurz irgendwie das Gefühl, als wenn da noch was anderes gestanden hätte. Aber war nicht. So, der Typ taucht auch nicht mehr auf. Hier gibt es weiter nichts zu entdecken. Wir machen mal kurz die Kontrolle mit der Leertaste. Nö. Geht sogar hier. Da. Inventar auf. Meine Güte, was für ein Service. So. Der gute Vincent geht seines Weges. You
goodness. I thought I would die here. Can you let me out of this bloody thing? Yeah, but it won't open without a key. Oh, that's just marvelous. This cuckoo bastard really meant it when he said he wanted to get rid of me. Can you get the key from him, pretty please? He should be somewhere near, working on this blasted machine of his. Okay, also wir haben gerade Dietrich bekommen, ja, die also wiedergefunden, die da irgendwie rum in der Gegend rumlagen. Er ist ein Dieb und er kriegt ein Schloss nicht auf. Vincent, du enttäuscht mich. So, ich verstehe überhaupt nichts. Wo bin ich und was ist hier los? Richtige Frage. Hör zu, ich habe jetzt nicht wirklich Zeit für eine Rettungsmission. Weiß man nicht. Warum hat er dich überhaupt eingesperrt? Und warum sollte ich dich befreien? Berechtigte Frage. Sicher, ich werde danach suchen. Halte durch. Ich frage erst mal, was hier überhaupt los ist und wo wir hier überhaupt sind und so weiter und so fort. Und ich verstehe sowieso nichts. I don't get any of it. Where am I and what's going on? You are new here, right? I have all the answers you need. And more importantly, I know how to get out of here. But you'll have to let me out first. Fine. I'll get you out. Yes, thank you. This lunatic should be somewhere around here. You'll easily recognize him. Look for a huge machine made out of junk. But be careful. He's nuts. Ja, ich wusste, dass es ein Haken dabei ist. Wir müssen ihm natürlich erst helfen, um da irgendwie selber, ne, klar zu kommen. So, du kannst dieses Spiel spielen, wie du möchtest. Aber denk daran, alle deine Handlungen haben Konsequenzen, wie immer im Leben. So, stehle, betrüge und sorge für Chaos. Du bist ein Dieb, nicht wahr? Helfe, kooperiere und repariere Sachen wie ein guter Junge. Folge den Wegweisern auf deinem Weg aus Whateverland. Ah, das heißt, ne, wenn hier irgendwie eine Sonne oder Mond auftaucht, dann haben wir oder sind wir in einer Situation, wo wir dann uns entscheiden können, doch müssen, wie soll es denn jetzt weitergehen? Machen wir hier, ne, den Dieb und sind wir ganz böse? Oder sind wir der gute Junge von nebenan und helfen allen Leuten? Schauen wir mal. Soweit habe ich das verstanden. Gut, dann ist der komische Knabe hier, Harold, seine vom Namen her, und dann mal den Schrank. Du willst mir da wohl nicht sagen, dass es nicht die Möglichkeit besteht, mit Hilfe unseres Lockpicks den Schrank zu bearbeiten. I could easily grab this, but not with that guy staring at me all the time. Okay, ja gut, das hätte ich jetzt so nicht bedacht. Vincent, das ist ein Argument. Kriegen wir den denn irgendwie weg? Ein Roboter, klar, was sonst? Was ist mit dem Haus? Das hat irgendwie interne Erdbeben oder so. Also irgendwie ist das etwas instabil, zittert ständig, hat vielleicht Angst vor ihm. Keine Ahnung, warte mal hier. Einen Helikopter. Ja, ich meine, wir sind auf dem Schrotthaufen hier irgendwie und was kann man anders brauchen als ein Helikopter? Macht Sinn. A helicopter made out of junk. What a brilliant idea. Oh, ich schließe mich da sofort an. So, sonstige komische Sachen sind. Kann ich nicht? Jugendschaltplan, egal. Ein Käse. Oh, und ein sehr geruchintensiver Käse. So, rechte Maustaste habe ich gerade versucht. Geht natürlich nicht. Ja. Why do people even like cheese? Warum nicht? Also, wenn er gut schmeckt. Ja, eine Steuerung vor ein paar Minuten erst erklärt worden und ich mache schon wieder eigene Geschichten. Nehmen wir den Käse einfach mal mit. Hey! Don't touch my food! Ja gut. Ein bisschen Mundraub wird ja wohl noch erlaubt sein. Was ist mit dem Roboter? Ja, also bevor ich hier mit ihm rede, gucke ich erstmal, ne, was kann man hier sonst noch so machen? So. Does this guy follow the three laws of robotics? Something tells me he doesn't. Ja, die drei Robotergesetze, wer kennt sie nicht? Aber ob der sie kann, der sieht mir nicht so aus. Das ist ein Radio mit irgendeinem anderen Radio da drunter oder was auch immer, keine Ahnung. Also, nicht viel Hoffnung. Können wir mit dem reden? Hey, Robot. Hey, Robot. I'm not a robot. You are. I'm not a robot. You are. Okay, now I get it. Ja. Okay, now you get it. Die Intelligenz dieser Blechkiste ist wohl etwas beschränkt, aber so ein bisschen da nochmal drauf wiederum. So, was ist mit diesem komischen Haus?
looks like something out of a Slavic fairy tale. The Hut on Chicken Legs, was it? Habe ich tatsächlich als Kind gelesen, aber ich habe die Story nicht mehr parat. Also, jugendrussisches Märchen, soweit ich mich entsinnen kann. Und fand ich auch sehr gespenstisch, glaube ich. Habe ich das so ein bisschen in Erinnerung, wenn ich nicht ganz falsch liege. Aber wie gesagt, ich habe da das schon ewig her. Hier ist ein alter Knopf. Ja, damals war ich irgendwie, weiß ich nicht, als Kind. So, okay. Da gibt es weiter nichts. Jetzt haben wir hier nur noch den Harold. Habe ich sonst noch irgendwas übersehen? Nö. Ja gut, dann Tag. Wir schauen uns den erstmal an. Ja, also er hat für meine Begriffe so eine gewisse Ähnlichkeit mit einem gewissen Professor aus einem gewissen Film mit Zukunft und Auto und so. Und, ja. Das könnte so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber vielleicht liege ich da vollkommen falsch. Do you have a moment? Who are you? I've never seen you before. Did you come from the sky? Did our goddess finally recognize my talent? I don't think so. I just want the key that opens that cabinet. Can you give it to me? Then don't waste my precious time! I need to finish the helicopter as soon as possible. But I can't find a rudder. Hm. Okay. Ja, ich meine gut, wenn du die ganze Zeit da rumstehst und auf irgendwelchen komischen Kontrollen da rumdrückst, von alleine wird er keinen Ruder finden, fürchte ich. Ich meine, der ist da mitten in so einer ne, Müllkippe, also ein bisschen gucken und dann findet man auch schon Sachen, denke ich mir mal. Wenn ich ein Ruder für Sie finde, geben Sie mir dann den Schlüssel. Kommen Sie schon, geben Sie mir einfach den verdammten Schlüssel. Wir machen mal hier den netten. Ja, wir sind gerade angekommen, wir wollen ja uns ja nicht direkt mit den Leuten hier alles verärgern. If I find you a rudder, will you give me the key? I'll think about it. I really need this rudder, though. Hm, okay. Ich muss los, ich habe ein paar Fragen. Wir haben Fragen ohne Ende. I have some questions. Wer ist diese Göttin, von der Sie sprechen? Ja, allerdings, also ich vermute mal, er meint wahrscheinlich die Hexe, davon können wir ausgehen, aber für ihn ist sie wohl eine Göttin, warum auch immer. Warum bauen Sie einen Helikopter? Beides durchaus berechtigte Fragen. Auch, ich meine, gut, wir können uns hier schon denken, aber ich frage trotzdem mal. Who is this goddess you were talking about? Are you mad? How can one not know a mighty goddess? The one who created this world. Listen up, you nitwit. I shall tell you the truth that nobody else has the guts to accept. Our madam created this world to test our resolve and choose the most worthy of us to stay by her side and roam the earth for eternity. You'll hear people calling her the witch. But that just proves their narrow-mindedness. Ja, es ist immer die alte Story, ne? Die Auserwählten werden gerettet. Nur wer wahren Glaubens ist, ja, ist für immer gerettet und so. Kennt man. Mannigfaltiger Variation. So. Wer ist diese Göttin, von der Sie sprechen? Warum bauen Sie einen Helikopter? Why are you building a helicopter? Rumor has it, our madam lives in a castle in the skies above. And that's exactly where I'm going to fly after my helicopter is finished. Once I prove myself worthy of her time, I shall become her obedient servant. Do you have any idea how noble my cause is? Oh, of course you don't. You're just an uneducated brat. Now get lost. Ja, genau. Wir wollen natürlich bedienen. So, ja, das haben wir ja geklärt. Ich muss los. Off you go. Ein sehr netter Mensch. Ja. Ruder ist angesagt. Gibt es eigentlich irgendwie eine Möglichkeit, mal mit dem Haus? Ne, das wollen wir nur gucken, ne? Ja. Ich hoffe, da tut sich im Laufe des Spiels noch was. Generell jetzt, also nicht in den Caligari Games oder so, generell bei Adventuren. Ich mag Adventure, ich liebe Adventure, ich spiele Adventure gerne und alles und so, aber wenn die Leute da irgendwie ständig nur die gleichen Sachen
sagen, wenn man da irgendwelche Sachen anklickt, auch zum wiederholsten Mal, ja, dass das Spiel das irgendwie nicht mitkriegt, dass das nicht, also manchmal schon, also dann variieren die Sätze oder also, ne, also das, was gesagt wird, dann kommen dann irgendwelche anderen Kommentare, aber häufig labern die das nicht das Gleiche. Und, könnte man anders machen. Ist mit natürlich jetzt mehr Programmieraufwand verbunden, klar, logisch, leuchtet mir durchaus ein, aber, ja, ist manchmal ein bisschen so eine vertane Chance. So, Station in the middle of a junkyard. Ja, okay, also, warum nicht? Na, hier eine schöne Karte. Very minimalistic. I like that. Colors are overrated anyway. Ja, es ist auf das Wesentliche beschränkt und man weiß, ne, um was es geht. Wir haben hier eine kaputte Uhr. What time is it? Time to get out of here. Der hat ja allerdings recht. So, was haben wir hier Schönes? Eine Seilbahnbedienung. This needs a lever or something. Wir brauchen also einen Ruder und einen Hebel. Irgendwo müssen wir einen Hebel finden. Machen kann ich hier natürlich nichts. Ich probiere es natürlich trotzdem. Ne? Alles immer durchprobieren. Das ist wohl durchaus möglich. Oder? This will hold my weight, right? Should have done Kido after all. Also liegt zumindest im And there's a lever missing. Ja. Just great. Im Bereich des Möglichen, dass die Seilbahn uns hier irgendwie weiterhelfen könnte, hier wegzukommen. So, sonst gibt es hier weiter nichts. Ich möchte an der Stelle schon mal sagen, also von der optischen Gestaltung her, von der Zeichnung her und so weiter, gefällt mir das Spiel sehr, sehr gut. Sowohl die Hintergründe als auch die Charaktere, die hier so rumkreuchen und fleuchen. Auch die Animation, die man hier bis jetzt so erleben kann, alles sehr hochwertig und schön, so, also, ne, für meinen Begriff. Und durchaus ansprechend. So, können wir ihn vielleicht bezüglich der Seilbahn vielleicht fragen? Vielleicht weiß er ja irgendwas. What now? Did you finally get my rudder? Nein. Ein paar Fragen. I have some questions. Ja, nur das, was wir schon gefragt haben, sonst ja, das können wir ja oder irgendwie abbrechen. Rumor has it, our madam lives in a castle in the skies above. And that's exactly where I'm going to fly after my helicopter is finished. Once I prove myself worthy of her time, I shall become her obedient servant. Yep. Do you have any idea how noble my cause is? Oh, of course you don't. You're just an uneducated brat. Now get lost! Ja, ich muss los. I'll get going. Off you go. Weitere Informationen, wie gesagt, kriegen wir von ihm nicht. Mit dem Haus können wir nichts machen. Mit dem Helikopter, den können wir uns auch nur angucken. Ja, ideale Idee. Was ich als geniale Idee finde, ist auch hier, ne, die Sache mit den Sprechblasen. Die Leute da ihre Kommentare abgeben. Finde ich sehr gut. Passt zum comicartigen Look des Ganzen hier. Und doch, finde ich eine sehr schöne Lösung. So, jo, hier sind wir gestartet. Und irgendwie putzig. Weiß ja nicht, was es sein soll. Wahrscheinlich irgendein Insekt so, ne? Aber irgendwie putziges Kerlchen. That's the rudder that weirdo needs for his helicopter. Now I need to figure out how to take it away from this creepy bird. Did you just call me creepy? Excuse me? What's with that look on your face? Scared much? Am I really talking to a bird right now? How rude. First of all, I'm not just a bird. I'm a raven. A proud and clever creature from the Corviday family. So show some respect. It is not my true form, of course, but I lost my human image a long time ago. Okay, I guess I am talking to birds now. Ja, wie er gerade erklärt hat, lieber Vincent, er war mal ein Mensch und sieht jetzt wie ein Vogel aus irgendwelchen Gründen. Ja, genau. Und er ist ein stolzer Rabe. Ja, das soll man auch bitte mit bedenken. So, ich brauche das Ruder, das du hältst. Werde ich jetzt verrückt? Ja, vielleicht. Was meinst du damit? Es ist nicht deine wahre Gestalt. Das ist eine sehr gute Frage. What do you mean? It's not your true form. Ah, I see you're new here.
This world slowly changes everyone who ends up here, one way or another. It brings out your true nature. I guess I can be considered lucky, as I've seen people turning into horrible creatures or ending up disfigured for eternity. Ja, vielleicht ist dieses komische Wesen da in dieser Kiste auch irgendwie mal ein Mensch gewesen, der jetzt und weiß, wie er aussieht. Gut. Werde ich jetzt verrückt? Am I going insane? Aren't we all insane in some way? I'm not sure what's wrong with you, per se, but if she sent you here, there must have been a reason. Wir hatten da eine kleine, differenzierte, oder wie soll man sagen, unterschiedliche Sichtweise bezüglich Eigentum. So, ne, ich drücke mich jetzt gerade wieder sehr kompliziert aus, aber die Situation war so. Gut. Ich brauche das Ruder, das du hältst. I need this rudder that you're holding. Why do you need it? Oh, you're going to give it back to that uncultured fanatic, aren't you? I won't give it to you. Warum denn nicht? Ich brauche es doch unbedingt. Ich will hier weg. Mensch. Es wird alles immer schräger und schräger. Warum willst du das Ruder nicht dem durchgeknallten Typen geben? Why don't you want to give the rudder to that crazy guy? He called my poetry superficial and pretentious. Can you imagine that? This is what he gets for butchering my art. You better tell him that. Oh. Eieieiei. Also. Wir sind da wohl nicht nur ein Rabe, sondern auch ein Poet. Und jetzt ein bisschen angenagt, weil der Kollege da, der Harold, seine Poesie nicht zu würdigen weiß. So, was meinst du damit? Achso, das war gehört wohl. Bist du sicher, dass du mir das Ruder nicht geben kannst? Ah, jetzt haben wir hier so die Sonne. So, glaube ich, die Sonne sein. Andere Möglichkeiten haben wir jetzt aber hier nicht. Okay. Ja, dann. Are you sure you can't give me the rudder? Did I stutter? You're not getting it. Unless... Unless... What? Unless you bring me something French, which smells funny. Okay. Das ist außergewöhnlich spezifisch, allerdings. It's weirdly specific. An artist's desires may be rather unconventional. Ja. Fine. I'll think of something. Da brauchen wir... Egal. Da brauchen wir nicht lange denken oder nachdenken. Etwas Französisches. Wir brauchen den Käse. Wie kriege ich denn jetzt den Käse? Okay. Den habe ich ja noch gar nicht. Hier irgendwas. Vielleicht muss ich mit Turtles sprechen. Ein Kleid. Is it silk or satin? I can't tell from here. Das ist jetzt von Belang, ob es das eine oder andere ist. Nun gut, ein Hut? Schuhe? A bad omen. Not that I'm superstitious, but still. Ja. Das gibt Unglück. Jede Menge Unglück. So. Wir brauchen ja einen Hebel. Ich habe hier sowas wie einen Stock, aber irgendwie scheint ihm der Stock nicht zu interessieren. Noch mehr Schuhe. Na, wir haben auch alles entdeckt, was man hier irgendwie entdecken kann. Dann gehen wir mal von dannen. Hier war soweit. Ja, hier war auch soweit alles aufgedeckt. Moment mal, ich muss ganz kurz hier verweilen. Ja, da ist er wieder. I think I saw something moving there. Probably just a cat, right? Und wir sehen ihn ja ganz kurz auch da, ne, wird nicht drauf reagiert. Kommt vielleicht noch, wäre jedenfalls wünschenswert, ne, wenn hier sich der Typ ganz kurz blicken lässt, dass da irgendwie eine Möglichkeit der Interaktion gegeben ist. Ne? Also ich meine, wenn wir ihn sehen, sieht er ihn ja eigentlich...
Ja, das sind so manchmal so Sachen, so, wie gesagt, das sind, aber generell, das sind nicht nur hier jetzt Caligari-Games, ne, um Gottes Willen, ich will ja nicht auf die Jungs da rum oder Mädels, keine Ahnung, rumhacken, das ist halt bei Adventure oder auch bei vielen Spielen so, dass die immer mal so einen logischen Hänger haben in solchen Dingen so halt. Ne? Gut, können wir uns den Käse jetzt vielleicht greifen oder? You tried to steal my cheese. That's unacceptable. Wollte mir den nur ausleihen. Außerdem brauche ich den. So, tut mir leid, ich wusste nicht, dass er Ihnen gehört. Kann ich ihn haben? I'm sorry, I didn't know it was yours. Can I please take it? Oh, he's sorry. You were going to let me starve. Why would you need it anyway? Warum wohl? Ich habe Hunger. Ich brauche ihn, damit ich das Ruder für Ihren Helikopter bekomme. Ich glaube, das ist nicht der schlechteste Weg. I need it to get the rudder for your helicopter. Really? Am I supposed to believe that? Ja, das ist die reine Wahrheit. Ich hatte eine Vision. Die allmächtige Göttin sagte mir, dass ich ihren Käse nehmen muss, um das Ruder zu finden. Das ist dieser riesige Vogel nicht weit von hier, der das Ruder hat. Ich brauche den Käse, um ihn abzulenken. Ich kann doch nicht nach dem Ruder suchen, wenn ich verhungert bin, oder? Das ist durchaus logisch. Das ist die Frage. Lügen wir ihn an? Denn für seine Götze macht er ja alles, ne? Oder erzähle ich ihn von dem Vogel? Man hätte vielleicht vorher speichern sollen. Ich versuch's mal mit der Göttin. I had a vision. The Goddess Almighty told me to take that cheese from you, so that I can find the rudder. The Goddess spoke to you. Did she say anything about me? Warum sollte sie? Nicht wirklich, aber sie wollte ganz klar, dass ich den Käse nehme. Oh ja, sie sagte mir, dass sie sehnsüchtig auf sie wartet. Sie müssen den Käse opfern, damit ihr endlich zusammen sein könnt. Ja, sie sagte, wenn sie mich hungern lassen, dann lässt sie sie nicht in ihr himmlisches Reich. Ich nehme euch den zweiten, den finde ich lustig. Oh yes, she told me that she's eagerly waiting for you to come to her side. You need to sacrifice the cheese, so you can finally be together. If that is the wish of the goddess, then by all means, take the bloody cheese. Oh, wer hat schon Hunger, ne? In dieser Welt. Gut, wer schnappt uns den Käse jetzt? Und dann, eigentlich rein oder so, keine Ahnung. Da könnten irgendwelche Gewichte gewesen sein, oder so, ne, vom Pumpen. Okay, und dann, hallo Vogel. Just a huge dog and bird, nothing extra. Sehr schön. Yes? Gib Käse, leb wohl. Are you trying to bribe me with food? Ich bin mir nicht sicher, ob es französisch ist, aber es riecht definitiv danach. I'm not sure it's French, but it definitely smells like it. Fair enough. You know how to convince a starving artist. I'll give you that. Here, take the rudder. Thank you. But before you go, you must absolutely hear my new poem. Okay. By the road, so blue yet homely, haunted by dark witches only, where reigns Beatrice at night, on a bloodied throne sits tight. I have roamed this absurd land, touched by fire, your lonely friend. It's not finished yet, so I'd appreciate a second opinion. Es ist wunderschön, und das meine ich so. Wollen Sie die ganze Wahrheit hören oder lieber nicht? Ich verstehe, warum dieser verrückte Kerl sagt, Ihre Poesie sei oberflächlich. Wenn ich ehrlich bin, ich habe null Ahnung von Kunst.
Ich glaube, es war ganz nett. Wir sind mal ganz, ganz nett. It's beautiful. And I mean it. Finally. I knew you were a man of culture. I wish you luck on your journey, my friend. Danke sehr. Ich dafür. Gerne. Ich erkenne viel mehr Kunst, wenn ich sie sehe. Ja. Immer noch das Kleid, das wir nicht nehmen können. Und wir nicht wissen, ob das eine oder das andere ist. So. Übrigens, ein oder andere hier war weiter nichts. Wegen Hebel und so. Den müssen wir uns irgendwie irgendwo anders besorgen. So, wir haben das Ruder. Wir haben tatsächlich das Ruder. What do you want? Wie, was willst du? Hier, nimm. Is that what you need? Yes, exactly. But how did you get it? I couldn't find it anywhere. Ein Profi offenbart niemals seine Methoden. Ich habe es von einem riesigen sprechenden Raben, der sie verachtet. Mit Recht. Nein. Ein Profi offenbart niemals seine Methoden. Wir hüllen uns in Geheimnisse. Whatever. The most important thing is that now I can finally finish my helicopter. I never thought I'd say it, but I'm very grateful. What can I do for you in return? Give me the key from that cabinet, and we're even. Fine, you can have it. Just please be careful with that charlatan. I certainly will. Good luck. Sehr schön. Das hat wunderbar funktioniert. Ja, haben wir denn jetzt... Ah, wir haben den Schlüssel bekommen. Achso, ich dachte, es findet hier irgendwie so ein Austausch statt. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Egal. Bei der Gelegenheit waren hier überhaupt... Weiß ich nicht, meine nämlich in Sinn... Ah ja, genau. Wir sichern mal. So, genau. Automatischer leerer Slot und fahren fort. So. Sicher ist sicher. Mit dem Haus kann man nach wie vor nichts machen. Mit dem Helikopter außer angucken. Helikopter nicht. Made out of junk. Ja. What a brilliant idea. Kümmere mich mal hier um den Schrank. Also, Moment. So wird das Ganze besser funktionieren. So, ja. Okay. Einmal anklicken, dann geht's. So, dann machen wir auf das Ding. Er schwebt. Free at last. Nice to see that I was saved by a handsome young man. Together we will be invincible. By the way, I'm Nikolai. But you can call me Nick. And you are? Vincent. All right, Vincent. Shall we start? Beginnen womit? Vielleicht sollten wir damit beginnen, dass du mir sagst, was zum Teufel hier los ist. Großartig, ein weiterer Irrer. Ich habe dir nicht geholfen, damit wir beste Freunde werden. Vielleicht sollten wir damit beginnen, dass du mir sagst, was zum Teufel hier los ist. Maybe we should start with you telling me what the hell is going on here. You're right. Let's get out of here and I will answer all your questions. I'm sure you have plenty. Yeah. Sure. Lead the way. Okay. Ich würde mir ihn jetzt so im Nachhinein nicht verstehen. Oh, der Helikopter funktioniert tatsächlich. Alle Achtung! How convenient. I hope he didn't need that. Wenn Dinge irgendwie einfach nur so runterfallen und die werden nie benötigt, also dem geht's gut da oben und dem Helikopter sowieso. Also keine Sorge, wir nehmen uns einfach mal den Hebel, den brauchen wir ja den gleich. So. Das irgendwie irritiert, dass der fliegt oder schwebt oder wie auch immer. Mit seinem kurzen Stummelbeinchen da. Der hängt jetzt anders wie so eine Klette. Aber wo Klette? Vielleicht sollte ich mal was aus. Huch! Ist kurz aus dem Bildschirm rausgekommen, wo das hier Vollbild ist. Interessant. Ach, der Vogel ist jetzt weg. Schade! Ich hätte so gedacht, ne, so vom Fliegenden zum Schwebenden, so, ne, so ein bisschen so Meinungsaustausch oder so Erfahrungsaustausch oder in der Richtung so. Er scheint wohl auch einer zu sein, der schon so in einem sich verwandelnden Zustand ist.
Ich denke nicht, dass er von Natur aus schweben oder fliegen konnte. Ja, das ist immer noch das Gleiche. Ich hätte jetzt gedacht, ne, jetzt dadurch, dass der Typ da weg ist und wir da unseren Begleiter jetzt haben, dass wir da vielleicht jetzt mit dem Haus was machen können, aber nein. So, Hebel. Den Hebel benötigen wir dringend für die Seilbahnbedienung. Dann, ja, genau. Lass uns fliehen. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Will you tell me what's going on? I'll try to keep it short. You did something to upset Beatrice, didn't you? Well, the thing is that she's an ancient and powerful witch. So she sent you here, to a place where she throws away stuff she doesn't need, or people she can't stand. It exists in some kind of a weird loophole or whatever, so nobody can get in or get out of here themselves. Also, time works differently here, so nobody ever dies. At least not physically, if you know what I mean. So, people don't age here. It's just your soul that gets wrinkled, not your face. That's not too bad. Naja, eine alternde oder dann vielleicht sogar sterbende Seele. What happened? Oh, it happens all the time. What do you think this bucket of rocks is here for? Ah ja, hier haben wir so ein kleines Minispiel. Müssen die Schuhe da irgendwie loswerden? Mit Hilfe der Steine. This place brings out the worst in people, and when they give into the vices, which we all have plenty of, they begin to transform in different ways. Yeah, I already talked to a bird. Is this why you have ghost legs? Bingo! Some of us get used to the changes, but I don't fancy becoming an actual ghost at all. And the worst part is that you can't predict these things. It just happens, or doesn't. Home. Have you ever seen a baby pigeon? Because I haven't. Isn't that weird? Maybe. They're sacrificing them to some pigeon god. But then, why haven't they all died out? Questions, questions. Ah, sagt er was. Ja, jetzt haben wir hier nette Tauben. Die gibt's sogar, also Tauben gibt's irgendwie überall, ne? Selbst in so einer komischen Parallel- Universumswelt, hast du nicht gesehen? So, lass mal zusehen, was wir hier die Tauben loswerden. Damit wir. Oh, das ist irgendwie zeitintensiv, kann das sein. Ja. Ich glaube, hat irgendjemand gerade gemerkt, dass ein gewisses Teil gefehlt hat. Thought she was just a lonely crone with a fortune, not an actual witch. Why would you do that? I'm a thief. That's what I do. Well, you better not steal anything here. Don't forget what I told you about this world bringing out the worst in people. Was? That's ridiculous. Yeah. Come on, these are just sheep. Mehr so in Richtung Ziegenböcke, aber ich bin jetzt nicht so, ne, der Fachmann dafür. Ja, wenn es denn unbedingt sein muss. How rude. Let's go, Philip. You're saying something about getting out of here. Oh, right. I already told you that nobody can get in or get out of here themselves. But there is, in fact, a way to summon Beatrice and graciously ask her to let us both out. Keep talking. A long time ago, Beatrice left a spell to the first inhabitants of this world, which allowed them to summon her. But humans are greedy bastards, so everybody wanted to have it for themselves. In the end, they tore it into pieces, and each of them took one. Everyone thinks it's just a legend, but I know the spell exists. We just need to get all 7 pieces. That's funny! I could have crossed this ravine without the cable car. I keep forgetting that I can fly, you know? No, I don't. Alright, so what's the catch? There's no catch! You see, I'm not very well liked here for a completely unknown reason, given my charming nature.
Also, my semi-ghost situation keeps getting worse. That's why I need your help. Are you in? I'm in. I knew you were the one to get me out of here. Oh, and one more thing. Does this place have a name or something? Ah, sure. It's called Whateverland. Whatever. What? Whateverland! Juhu, ja, da bin ich wieder. Ja, Mensch, so schnell kann's gehen. Da ist der Prolog auch schon vorbei. Und ja, ich bin von Whateverland jetzt schon sehr überzeugt und fiebere dem fertigen Spiel entgegen, muss ich doch sagen. Ja, also Story gefällt mir. Die Grafik, ne, also wie das Ganze hier präsentiert wird von der Grafik her, finde ich einfach super gemacht. Sehr schön gezeichnet. Die Charaktere sind ebenfalls sehr, sehr, sehr gut dargestellt. Die Animationen sind sehr toll, finde ich. Also alles im anderen ein sehr stimmiges Bild, so von der Präsentation alleine her schon. Die Story, wie gesagt, das ist einfach eine lustige, abgefahrene Geschichte. Wenn auch jetzt, sag ich mal so, von der Grundhandlung jetzt nicht irgendwie, Gott weiß was, Neues, Innovatives da jetzt angeboten wird. Also man muss halt Dinge finden, in dem Fall halt diese 7 Teile dieses Zauberspruchs, um dann Beatrice herbei zaubern oder beschwören zu können, um sie dann nett zu bitten, sie möge ja ihn doch aus Whateverland wieder rauslassen. Ja, ob das Ganze funktionieren wird oder nicht, das werden wir dann erst im fertigen Spiel erfahren. Ich bedanke mich jetzt erstmal schon mal bei euch, dass ihr euch hier für das Ganze angeschaut habt. Danke, 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 danke dafür. Und natürlich bei den Entwicklern Riesendank für diesen Prolog, dass man halt hier schon mal reinschnuppern kann in dieses Spiel. Und ich drücke meine Däumchen, dass alles gut geht und ihr das Spiel möglichst schnell auch jetzt fertig bekommt. Also noch innerhalb dieses Jahres fertig bekommt. Auf der anderen Seite, ne? Es ist halt fertig, wenn es fertig ist. Wenn es noch Zeit braucht, dann nehmt euch die Zeit. Besser eine runde Sache als irgendwas zusammengeschustert, nur damit irgendwelche Termine gehalten werden. Und so, ich denke mal, ihr seid da irgendwie auf Kickstarter ja nach wie vor noch aktiv. Und wenn ihr da entsprechende Unterstützung habt, wenn ihr so geldmäßig, weil solche Sachen kosten ja eben halt auch Geld. Solange da also die Sache gegeben ist, dass ihr da entsprechend unterstützt werdet, dann nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, um das Ding halt fertig zu machen. Ja, wie gesagt, Whateverland, gerne, 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 gerne. Ich weiß nicht natürlich, was das irgendwann mal kosten wird. Da habe ich noch keine Informationen zu. Aber es ist halt ein Indie-Game. Es wird also jetzt nicht die Hunderte kosten. Davon kann man ausgehen. Gut. Ja, wie gesagt, also, ne? Präsentation finde ich klasse. Spiel, ne, so von der Story her, finde ich okay. Sound ist auch in Ordnung. Also diese Musik, die da im Hintergrund gespielt wird, finde ich sehr ansprechend, sehr stimmig, irgendwie so, so passend halt zu dieser ganzen Situation hier, zu dieser ganzen Handlung. Die Stimmen der Sprecher geht für mich in Ordnung. Also sie passen zu den entsprechenden Charakteren und ich finde sie auch gerade jetzt Vincents Stimme recht angenehm. Auch hier der wie heißt der, Nick? Ne? Es ist also nicht so, dass man sagen würde, um Gottes Willen, wer spricht da, sondern passt eigentlich auch sehr gut zu dem Charakter, der da dargestellt wird. Also insofern eine sehr, sehr runde Geschichte für ein Indie-Spiel. Und ja, warten wir mal ab, was daraus wird. Wenn ihr euch dafür erwärmen könnt, wie gesagt, der Prolog ist zurzeit beispielsweise auf Steam zu bekommen. Für Nüsse, also ne, könnt ihr einfach so euch ziehen, also runterziehen und spielen. Auf der Seite der Entwickler findet ihr, ne, den Link diesmal wieder in meiner Videobeschreibung. Da gibt es eine Demo zum Runterladen. Ob das auch dann wiederum nur der Prolog ist oder vielleicht ein anderer Ausschnitt sozusagen aus dem Spiel, weiß ich jetzt nicht. Habe ich es aber nicht ausprobiert, muss ich gestehen. War ich faul. Aber... Ne, ihr könnt euch das ja mal antun und gucken, was da so, ne, machbar ist. Ja,
Mehr habe ich eigentlich erstmal so nichts zu sagen dazu. Ich glaube, ich habe soweit alles abgegrast, was ich sagen wollte. Ich guck mal. Einstellungen, laden, fortfahren, neues Spiel. Ne, ich kann hier nur noch beenden. Es gibt wohl noch keine Credits. Ich kann mich jetzt auch nicht drin in Sinn, ob da jetzt irgendwas war in der Richtung. Ich gehe mal kurz noch auf beenden. Entweder sind wir, bin ich dann gleich jetzt auch weg oder das Spiel ist nur weg. Ne, wir werden sehen. Vielleicht kommen hier auch noch Credits, keine Ahnung. Ich habe es wieder nicht mehr in Erinnerung. Das, ja, ich bin halt alt, ich vergesse Dinge. Ja, Quatsch. Gut. Ja, wie gesagt, nochmal ne, herzlichen Dank dafür, dass ihr euch dieses Video angetan habt. Und wenn ihr die Entwickler unterstützen möchtet, macht das ruhig, ne, wenn ihr das machen wollt. Wie gesagt, alles freiwillig, nichts ist kein Zwang und nichts. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, entweder in einem anderen Vorstellungsvideo oder vielleicht noch in einem anderen Spiel. Und irgendwann werden wir uns mit Sicherheit auch in Whateverland wiedersehen. Also es juckt mir schon ein bisschen in den Fingern, das Spiel zu Let's Playen. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Bis dahin, macht's gut, genießt die Zeit. Alles Gute. Und ich gucke mal, ob jetzt noch irgendwelche Dinge passieren oder ich gleich hier einfach nur weg bin. Bis dann.